Hey, wie schön, dass du wieder reingesetzt hast an diesem Samstagvormittag. Ich hoffe, dir geht's gut, du hast es dir bequem gemacht und du hast das letzte Video auch nicht verpasst, in dem es darum ging, herauszufinden, ob das Leben in einem Tiny House dein Ding ist. Falls du es nicht gesehen hast, findest du hier oben nochmal einen i-Punkt, klick da gerne rauf und schau es dir an. Jetzt, wo der Winter langsam den Rückzug antritt, wobei Winter gab es ja nicht wirklich, aber die Temperaturen werden deutlich milder, wir freuen uns alle wie Bolle, passiert etwas ganz Magisches hier auf dem Tiny House Grundstück. Von Tag zu Tag verlagert sich unser Leben hier im Tiny House immer mehr nach draußen. Und das ist genau das, was ich immer versuche deutlich zu machen und das, was das Leben in einem Tiny House ausmacht. Dieses Beschauliche, dieses Gemütliche, die Nähe zur Natur. Genau das ist das Ding, was immer so geil ist und was wir einfach so genießen. Und wenn du dich jetzt fragst, was dieses ganze Grünzeug hier um mich herum... ...in der Tiny House Badewanne zu suchen hat, die Antwort gibt's jetzt. Viel Spaß! Wir lieben es total, dieses kleine Paradies für uns zu haben, was nicht groß ist, aber für unsere Bedürfnisse echt gut ausreicht. Und vor allem auch keinen englischen Rasen vor der Haustür zu haben. Ich meine nichts gegen englischen Rasen, die Bedürfnisse und Wünsche sind ganz unterschiedlich. Aber englischer Rasen bedeutet übersetzt oder ist der Inbegriff der Perfektion in der Rasenzucht. Und es hört sich sowas von anti-Leben, anti-nachhaltig an, das war irgendwie nichts für uns. Eine große Rasenfläche hat immer den Nachteil, dass sie extrem schnell austrocknen kann. Gerade bei den hohen Temperaturen, denen wir im Sommer ausgesetzt sind. Dann musst du sie stark bewässern und das tagtäglich, damit sie nicht austrocknet und immer schön aussieht. Dafür brauchst du teure Technik, die auch wieder kaputt gehen kann. Du musst dir die Zeit dafür nehmen. Ein Teufelskreislauf. Auf unserem kleinen Grundstück ist nichts gerade oder irgendwelchen Normen nachempfunden. Alles darf wachsen und sprießen, wie es kommt, im Tempo der Natur. Je wilder und bunter die Natur wachsen kann und du das auch zulässt, desto besser ist es am Ende für uns alle. Für die vielen Insekten, für die Bienen, für die Vögel, die Tiere und am Ende auch für uns Menschen. Wir haben hier 350 Quadratmeter zur Verfügung, was nicht groß ist und auch nicht die größte Fläche, aber es reicht irgendwie aus für das, was wir so brauchen. Deshalb haben wir alles, was hier auf dem Grundstück passiert, auch nach unserem Bedarf ausgerichtet. Nicht zu klein, nicht zu groß, nicht zu viel, nicht zu wenig. Insbesondere, wenn es um den Gemüseanbau geht, wo ich dich auf jeden Fall gleich mitnehmen werde und wir auch hoffen, dass wir am Ende der Saison auch ein bisschen was wegpflücken und verspeisen können. Ja, früher war ich mal ein bisschen größenwahnsinnig. Ich wollte mal anbauen ohne Ende, immer mehr und mehr, ohne darüber nachzudenken, dass alles, was irgendwann auch geerntet wird, verzehrt werden muss. Aber gut, jeder fängt mal irgendwie klein an. Nur schwer, wenn Begeisterung einfach mal keinen Halt kennt. Vielleicht kennst du es ja auch von dir. Uns war irgendwie immer wichtig, unser Handeln positiv zu gestalten, so gut es geht. Niemand ist perfekt, auch wir nicht. Aber wir können alle sehr viel dafür geben, mit vielen kleinen Schritten im Alltag ganz viel zu erreichen. Und es geht in unserem Falle auch für das Leben außerhalb des Tiny Houses, also für den Garten. Und da ich schon immer eine gewisse Schwäche hatte für das Thema Gemüseanbau, Autarkleben, Selbstversorgung, konnte ich meine Partnerin dann irgendwann auch für das Thema begeistern. Ich meine, die hat ja am Ende auch was davon. Spätestens bei der Ernte. Ne, Schatz? Hast du eigentlich noch das Bild im Kopf von den Jungpflanzen in der Badewanne eben? Für die neue Gartensaison, die übrigens die erste sein wird hier auf unserem Tiny House Grundstück, haben wir uns so einiges vorgenommen. Insbesondere einfach das anzubauen, was uns schmeckt und was gesund ist. Ganz weit vorne haben wir einen Haufen Tomatensorten, insgesamt 8 Stück. Darunter sind unterschiedliche Cocktailtomaten, grünes Zebra, die Sorte. Dann Yellow Submarine, ist eine meiner Lieblingstomatensorten. Ist eine kleine, gelbe, birnförmige Tomate. Unglaublich intensiv und boah, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Aber auch knackiger Kohlrabi, 2 Gurkenpflanzen, wie du gesehen hast, die wachsen schon prächtig. Physalis, Zuckermais, Paprika und hier und da auch ein paar Kräuter. Weißt du, wir lieben es total zu sehen, wie das Gemüse von Tag zu Tag wächst, bunter und größer wird. Und das alles unter biologischen Bedingungen, ohne Pestizide, ohne Chemikalien, ohne Monokulturen. Die ganzen Bienen, die summen, die Insekten, die Vögel, die unterwegs sind. Alles funktioniert und wächst im Einklang miteinander. Und das gibt dir richtig viel. Und das kannst du dir nur dann eigentlich so richtig vorstellen, wenn du es einfach mal selbst ausprobierst. Wobei das ganze Gemüse und die Beeren, die hier so wachsen, vielleicht nicht ganz sicher sind. Denn wir haben ein Hauseichhörnchen, das nennt sich Fred. Und es tängelt hier so von Baum zu Baum. Und wir sehen es fast jeden Tag. Und von einigen Nachbarn haben wir schon gehört, dass einige Erdbeeren, die pflückfertig waren, von heute auf morgen plötzlich weg waren. Also mal gucken, wie gnädig es Fred in diesem Jahr mit uns meint. Was wir in einem der Beete bereits angepflanzt haben, sind einige Kräuter wie Rosmarin, Oregano, hier zwischendurch noch ein paar kleine Erdbeerpflanzen, die du übrigens auch über den Winter bringen kannst. Sie sind winterhart. Wenn du sie mit etwas Streu abdeckst, dann genießt du nämlich auch im nächsten Jahr frische, knackige Erdbeeren. Ja, im Mai, Juni werden wir noch weitere Samen aussehen. Wir brauchen allerdings noch viel mehr Platz in Form eines größeren Beets. Und ich bin gerade am Überlegen, wo das hin soll. Aber mir wird sicherlich noch irgendwie was einfallen. Das betrifft insbesondere die ganzen Tomaten, Jungpflanzen. Wir haben ja mehr, als wir eigentlich gedacht haben, anzubauen. Aber wir versuchen, jede durchzubringen und vor allem groß zu ziehen. Mal gucken, ob es klappt. So, wir sind jetzt hier im Bäumebeet angekommen. Wie du siehst, nichts zum Essen, dafür was zum Wohlfühlen und Entspannen. Und auch jede Hängematte braucht natürlich ihre 2 festen Säulen. In den letzten Wochen haben wir etwa 12 Jungbäume eingepflanzt. Da waren Buchen, Birken, Platanen und auch Spitzahörner dabei. Einige davon sind um das Tiny House gepflanzt worden, der Großteil aber auch hier in dem Bäumebeet hinter mir.
Und Bäume sind nicht nur wichtig allgemein für die Natur, sondern auch wichtiger Schattenspender, gerade wenn es um die kleineren Sträucher und Pflanzen geht, die sich am Grund des Bodens befinden. Und das sorgt natürlich am Ende dafür, dass der Boden nicht so stark austrocknet, denn wir haben in den letzten Jahren extrem heiße Sommer gehabt und Bäume sind einfach da der perfekte Schattenspender, um die Natur davor auch so ein bisschen zu schützen. Wir alle wissen nur zu gut, dass jeder einzelne Baum ganz vielen Insekten, Vögeln und auch kleinen Nagetieren einen sicheren Lebensraum bietet. Ganz zu schweigen von der Ruhe und Magie, die Bäume oder allgemein Wälder ausstrahlen, wenn wir in den Spazieren gehen, meditieren oder einfach nur in der Natur abschalten wollen. Wusstest du eigentlich, dass Bäume nicht nur CO2 und Treibhausgase aufnehmen, sondern auch den Sauerstoff produzieren, den wir Menschen zum Leben brauchen? Ein Baum schafft es tatsächlich, in einem Jahr 5 Kilo Schadstoffe aufzunehmen und im gleichen Zeitraum 130 Kilogramm Sauerstoff zu produzieren. Also genug Sauerstoff, um einen Menschen ein halbes Jahr lang mit frischem Sauerstoff zu versorgen. Ich finde das unglaublich. Weißt du, Bäume pflanzen kann jeder, ob im eigenen Garten, auf dem Spielplatz oder am Straßenrand. Lass uns also alle einen kleinen Beitrag dazu leisten für mehr Klimaschutz und gegen den Klimawandel. Chaka. Nicht zu vergessen unsere zwei Ladies, einmal Mrs. Himbeer und einmal Mrs. Heidelbeer. Und da bin ich sehr gespannt, ob wir im ersten Jahr schon einige Himbeeren und Heidelbeeren ernten können. So, hier stehen wir jetzt am ersten Beet, was wir vorbereitet haben, mit zwei Krügen, wo jeweils eine Gurke und eine Tomatenpflanze eingesetzt werden. Auch entsprechend schon mit den Befestigungen, damit die Pflänzchen wunderbar in die Höhe wachsen. Und da kann ich es kaum erwarten und freue mich schon riesig drauf. Im letzten Jahr hatten wir endlich Zeit gehabt, eine Regenrinne ans Tiny House zu montieren. Die befindet sich dort oben auf gesamter Länge, knapp 7,5 Meter lang. Macht vor allem dann Sinn, wenn du keinen Bock hast, dass das ganze Regenwasser wie eine Art Wasserfall deine Tiny House Fassade herunterplätschert. Bereits damals haben wir uns auch sehr für eine Regenwasseraufbereitungsanlage entschieden, aber noch keine Zeit gehabt, das hundertprozentig umzusetzen. Und somit haben wir uns für die Basic-Variante entschieden. Eine Regentonne. Die Regentonne umfasst über 300 Liter und das reicht ganz gut aus, um einen Großteil der hier im Garten befindlichen Jungbäume, Pflanzen, Gemüsebeete und Beerensträucher zu gießen. Insbesondere wenn es jetzt so Richtung trockene Sommermonate geht, die wir in den letzten Jahren leider auch hatten. Frag auch gerne mal beim Nachbarn nach, ob er vielleicht eine alte Regentonne hat, die er nicht mehr braucht. Wir haben die hier von der Nachbarin geschenkt bekommen und für praktisch 0 Euro umgesetzt. Oder auch mal bei Kleinanzeigen reinschauen, lohnt auf jeden Fall. Wenn die Temperaturen so langsam Richtung Sommer anziehen, dann ist vielleicht auch eine Idee von dir, eine Außendusche zu installieren. Sowas bei uns auch. Und wenn man jetzt Bock hat, nicht unbedingt kalt zu duschen, ist im Sommer auch mal ganz schön, aber man möchte ja auch vielleicht mal am Abend irgendwie warm duschen und das im Freien. Das ist ein unglaublich geiles Freiheitsgefühl. Dann kommt man vielleicht auf unterschiedliche Ideen, wie man Wasser aufheizen möchte. Eine, die am häufigsten genutzte Variante ist beispielsweise die Solaridee, wo du einen schwarzen, dunklen Behälter hast. Der wird aufgeheizt über einen Tag und dann hast du am Ende warmes Wasser. Ich habe mal Noreen, also meine Partnerin, gefragt, was sie von der Idee hält und wo sie sich eine Außendusche hier in dem Bereich vorstellen könnte. Und sie meinte einfach mal ganz trocken, warum nimmst du nicht einfach den Brausekopf aus dem Badfenster, was sich übrigens hier befindet, steckst es einfach durch das Fenster durch, bastelst eine Vorrichtung und fertig ist die Außendusche. Weißt du, da zerbrichst du den Kopf über irgendwelche Heizideen, wie du Wasser aufheizen kannst über Solar und Schickimicki und da kommt so eine Idee von der Bauherrin um die Ecke. Ganz vom Fenster ist meine Idee allerdings nicht, nur verschoben. So, und jetzt, bevor ich es vergesse, kommen wir noch zum Riesenbambus. Den bauen wir ja auch an. Wir lieben Bambus über alles. Wir haben einige Produkte aus Bambus in unserem Haushalt. Wir putzen uns die Zähne mit Bambuszahnbürsten, die wir selber auch benutzen und auch vertreiben über unseren Online-Shop. Bambus ist ein ganz tolles Material. Es wächst unglaublich schnell. Und der Bambus, den wir hier anbauen, der ist gerade so groß, soll später dann eventuell der Sichtschutz sein für genau die Außendusche, die dann hier irgendwann mal stehen soll. Ob der Bambus jetzt schneller wächst, als ich mit der Vorrichtung für die Außendusche bin? Wir werden sehen und ich halte dich auf dem Laufenden. Jo, das war mal so ein kleiner Rundgang durch unseren Gemüsegarten. Klein, überschaubar, für uns reicht total aus. Und ich halte dich natürlich auf dem Laufenden, wie alles wächst und wie sich alles entwickelt. Was fandest du eigentlich heute am interessantesten? Was hat dich am meisten angesprochen? Für was interessierst du dich am meisten? Beziehungsweise, wie denkst du über das Thema Gemüseanbau nach? Ist es dir wichtig? Setzt du da irgendwelche Prioritäten? Hinterlass doch gerne mal ein paar Zeilen und deine Gedanken unter dem Video, würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schönes Wochenende.